Hallo Leute, wir sind The Soundfile. Ich bin Moritz Hillmeier. Ich bin Igel Schönwitz. Und wir sind hier in den Amazing Sound Studios, wo wir heute was ganz Spezielles für euch haben. Ja, ich gebe einfach eine Buchstaben-Zahlen-Kombination, die jeder vielleicht schon mal gehört hat. U67. Soundfile. Ich guck mal hier. Weimann. Steht drauf. U67. Auch das kann ich lesen. Steht drauf. Und sieht ein bisschen zu neu aus für Vintage. Der Koffer ist richtig nett. Wir schauen mal, was drin ist. Was ist an diesem Logo speziell? Es ist schwarz. Schwarz. Es ist schwarz. Wer es weiß, schwarz steht bei Neumann für Röhrenmikrofon. Traditionell, schon immer. Und was wir hier haben, ist tatsächlich ein U67 und es ist nagelneu. Und ich habe noch mehr. Es gibt die alte Spinne wieder, wie zu alten Zeiten. Wir haben auch ein Netzteil in Hammerschlaglack mit Seriennummer, mit Vintage-Lampe. Wir haben noch ein Kabel und was fällt hier auf? Das ist kein XLR. Das ist kein XLR, das ist tatsächlich Großtuchel, wie früher. Man kann mit diesem Netzteil tatsächlich auch ein historisches U67 betreiben und auch das Kabel passt. Wie historisch sind wir denn nun? Ist das nun eine Emulation oder ist es es nicht? Nein, es ist tatsächlich ein echtes U67. Die Firma Neumann hat sich also gesagt, okay, wir haben ein paar historische Legenden, die bis heute einfach Kultstatus haben. Neumann hat gesagt, wir nehmen ein wenig den Druck aus dem Vintage-Markt, bringen die Sachen wieder neu. Da gibt es vor allem drei historische Mikrofone. Das berühmteste Mikrofon U47, U47 Fett, die Transistor-Variante davon, kam im letzten Jahr bereits als Reissue raus. Und nun das U67, der Nachfolger des U47, der Anfang der 60er Jahre auf den Markt kam. Aus einem einfachen Grund, weil in dem U47 eine Stahlröhre von Telefunken gearbeitet hat, die, man höre und staune, für Funkempfänger im Zweiten Weltkrieg entwickelt worden war. Ist tatsächlich so. Sich aber für Mikrofone als hervorragend, weil sehr rauscharm herausgestellt hat, aber die gab es nicht mehr. Die war nicht mehr zu haben. Und dann hat Neumann damals das U67 herausgebracht, in dem eine einfach verfügbare EF86, glaube ich, Röhre, zum Einsatz kommt. Und die gibt es auch heute noch. Deswegen ist es der Grund, warum es von Neumann sicherlich kein U47-Nachbau geben wird, weil bis heute einfach eine VF14 nicht mehr verfügbar und auch nicht mehr nachzuproduzieren ist. Deswegen U67. Hier hat sich Neumann wirklich nicht lumpen lassen. Sie haben also eine selektierte Röhre, sie haben die Kapsel nach Originalspezifikationen wieder gebaut. Bei Neumann gibt es die natürlich überall, die Unterlagen sind vorhanden. Und auch die klangbestimmenden Übertrager wurden vom Originalhersteller wiedergebaut mit der originalen Wicklungszahl, mit dem originalen Kernmaterial. Es steht also, spricht wenig dagegen, dass das nicht so klingen sollte wie ein originales U67. Ein Netzteil nach dem damaligen Schaltbild wäre heute nach VDE nicht mehr zulässig. Das dürfte man gar nicht mehr bauen. Und dann ist da ein modernes Netzteil drin, was wirklich auch mit einem sehr großen Eingangsspannungsbereich von 110 bis 220 Volt arbeitet. Aber es ist laut Neumann wirklich gewährleistet, dass auch historische U67 mit diesem neuen Netzteil laufen. Jo, wir schauen uns dieses Wunderwerk historischer Tontechnik mal etwas genauer an. Also wir haben jetzt hier U67 in Spinne. Ich nehme es mal raus. Und wir werden es tatsächlich auch mal öffnen. Nochmal en Detail hier Richtcharakteristik, Umschalter direkt am Mikrofon.
Achtercharakteristik Niere und Kugel. Und auf der Rückseite eben die beiden Schalter für Bassabsenkung und Pad-Funktion. Und jetzt schauen wir doch tatsächlich mal ins Innere, wie bei jedem normalen Mikrofon ist das relativ easy. Wir schrauben einfach da unten die Schraube ab. Und sehen hier ein zwar relativ modern anmutendes Design, aber trotz allem eine selektierte U67 Röhre EF86, einen nach exakt den alten Spezifikationen gewickelten Übertrager, und der Fachmann sieht es auch hier, wirklich höchstwertige Kondensatoren, hochwertige Bauteile, so dass man wirklich sagen muss, das ist hervorragend verarbeitet, und ganz augenscheinlich gibt es auch im Inneren Gründe dafür, dass das Mikrofon, wie wir schon festgestellt haben, eben auch hervorragend klingt. Was uns eigentlich interessiert, also mich in den Amazing Sound Studio, hat eigentlich Vintage noch nie so wirklich interessiert. Vintage war mir eigentlich immer völlig egal, insbesondere Mikrofone, die in den letzten Jahren den Markt überschwemmt haben, wo es dann immer hieß, das klingt wie ein U67, wo ich mich immer gefragt habe, wie klingt denn ein U67? Will ich das denn überhaupt, kann ich das denn beurteilen? Deswegen war mein Mikrofon der Wahl immer ein Mikrofon, wo ich immer gesagt habe, ist doch klasse, wenn es einfach funktioniert, wenn es einfach im Mix das macht, was ich haben möchte. Und ob das Mikrofon klingt wie XYZ4711, interessiert eigentlich am Ende des Tages niemanden. Es muss einfach nur funktionieren. Und genau das haben wir ausprobiert, wollten wir wissen. Hat der Hype seine Berechtigung oder andersrum? Funktioniert dieses Mikrofon, für das die Firma Neumann sage und schreibe knapp, ich sag's mit einem weinenden Auge, 6.000 Euro verlangt. Wie funktioniert es im Vergleich zu einem modernen Mikrofon, zu dem Mikrofon, was hier in den Amazing Sound Studios eigentlich unser Workhorse für Vocals aller Art ist. Ein modernes Mikrofon, was leider auch unwesentlich günstiger ist, haben wir hier stehen. Braune VMX, ein Mikrofon aus einer deutschen Manufaktur, handgebaut, will nicht sein wie irgendwas, steht für sich selber, ist ein Mikrofon, was sehr sauber klingt. Genau, und was wir gemacht haben, wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt eine Produktion und stellen das Braune hin und stellen das U67 hin und schauen mal, was passiert. Wie sah dein Testaufbau aus? Ja, da vielleicht gleich ein bisschen was zu meiner Philosophie, wie ich aufnehme. Da gibt es ja verschiedenste Ansätze. Manche Leute fangen da an mit Preamps, Vintage Preamps, wie auch immer, färbende Preamps und so weiter. Ist natürlich für einen Test auch von einem Mikrofon etwas schwierig, weil man dann immer nicht weiß, mit Wechselwirkung, Preamp, Mikrofon und so weiter. Und ich halte es eigentlich auch mit dem lieben Kollegen George Massenburg. Mit dem hatte ich das Glück, ein paar Workshops zu machen, und habe mir ein Zitat gemerkt von ihm, gut amerikanisch. Er hat gesagt, here I got a wonderful microphone like a U67. In seinem Fall war es ein U47, ein altes, aber gut. And I don't want to have it fucked by any other equipment. Der sagt also, so neutral aufnehmen wie möglich. Meine Philosophie ist das auch, und ich habe das Glück, da sehr gute Voraussetzungen zu haben, weil wir hier in den Amazing Sound Studios aus sehr viel Überzeugung mit dem StageTech TrueMatch Wandler arbeiten. Ein Analog-Digital-Wandler, der dank 32-Bit-Auflösung tatsächlich keine Mikrofonvorverstärker braucht. Das heißt, wir benutzen auch die Vorverstärker von diesem Mischpult nicht. Wir benutzen das tatsächlich nur zum Mixdown. Sondern wir gehen völlig neutral 1:1 in die DAW. So, dass wir eigentlich in der Nachbearbeitung alle Möglichkeiten haben, das Mikrofon im Mix einzupassen. Eigentlich
scheidet sich die Spreu vom Weizen bei allem Equipment und natürlich auch und insbesondere bei einem Mikrofon. Wie stellt es sich im Mix dar? Steht die Vocals im Center vor dem Mix, ohne zu laut zu sein? Oder schwimmen sie im Mix irgendwo undefiniert durch die Gegend? Das ist eigentlich der Test für ein Vocal-Mikrofon. Es macht meiner Ansicht nach überhaupt keinen Sinn, in den Musikladen zu gehen, zu sagen, ich habe hier dieses U67 und ich habe hier ein Mikrofon XYZ, setze mir einen Kopfhörer auf und mache beide mal Hallo. Die werden beide halbwegs in Ordnung klingen, weil so schlechte Mikrofone gibt es heute praktisch nicht mehr, dass das nicht funktioniert. Aber wie steht das Mikrofon im Mix? Und ich habe gesagt, okay, und ich möchte es im Vergleich haben zu unserem To-Go-Referenzmikrofon Brauner VMX. Was wir getan haben, wir haben die beiden Mikrofone Kapsel an Kapsel, dass sie möglichst dicht sind, und direkt umgeschaltet, einfach um mal zu hören, wie sie im AB-Vergleich sind. Und uns dann für ein Mikrofon entschieden, für das wir dann die endgültigen Takes gemacht haben. Das haben wir dann das andere wieder weggebaut, einfach damit die Einsprechrichtung noch klarer ist, weil es immer etwas kompromissenhafter ist, wenn man in zwei Kapseln singt. Sound 5.